Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Dann fangen wir mal gleich mit dem Unboxing an. Was habe ich hier überhaupt? Ich meine, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ist hier eine Wollmütze abgebildet. Hier drinnen scheint auch eine Wollmütze zu sein. Und die Wollmütze ist von der Firma Archos und das Modell heißt Music Beanie. Wie ihr auch schon sehen könnt, hier oben steht Bluetooth. Hier unten seht ihr ein Handy. Das heißt, diese Mütze schützt euch nicht nur vor Kälte, sondern scheinbar könnt ihr diese Mütze auch mit eurem Smartphone verbinden. Und zwar wahrscheinlich, wie hier abgebildet ist, Musik hören. Oder halt auch telefonieren scheinbar. Ich dachte, das ist ganz schön passend zur Winterzeit irgendwie. Ich meine, ich habe jetzt immer meine Kopfhörer unter meiner Wollmütze, aber das ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Hier steht Archos Music Beanie auf der einen Seite. Was steht hier noch auf der Rückseite? Bluetooth-Hut bzw. Mütze mit Kopfhörern und halt ein Mikro. Dann Battery Life. Ist 6 Stunden hält dieses ganze Ding. Ist ganz cool. Wird mit einem USB-Kabel aufgeladen, soweit ich gelesen hatte. Und man kann die Mütze sogar handwaschen, weil man kann diese ganze Kabellage da irgendwie rauszupseln. Und ist kompatibel mit jedem Telefon. Made in China. Dann haben wir hier nichts mehr drauf, außer den Markennamen. Packen wir mal schnell aus. Bald beginnt die Weihnachtszeit. Vielleicht wäre das ja so ein cooles Nikolausgeschenk oder vielleicht sogar Weihnachtsgeschenk. Sonst ist nichts mehr drin, scheinbar nur die Mütze. Jetzt gerade ist sie ganz schön schwer, aber hier ist, glaube ich, noch irgendwas drin. Zack. Hier ist das USB-Kabel drin. Einmal. Normal Micro-USB, so wie wir es eigentlich kennen, auf Normal-USB. Dann haben wir hier noch Papierkram, Quick-Start-Guide. So, jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil, zu der Mütze an sich. Die ist ganz schön flauschig, also ich glaube, die hält schön warm. Also hier drin ist auch nochmal schön gefüttert, wie ich gerade sehe. Oh ja, super. Hält ja meine Hand schon warm. Cool. Also im tiefsten Winter ist die Mütze, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hier ist das ein bisschen schwerer, weil hier ist das Bedienelement drin, ist auch ein bisschen dicker. Hier sieht man das ja, hier kann man das zusammendrücken und hier geht es nicht mehr. Hier ist halt das Bedienelement drin und hier kann man wahrscheinlich auch, genau, hier seht ihr das Loch, da könnt ihr das USB-Kabel reinstecken. So, innen drinne, wie gesagt, schön gefüttert. Steht hier irgendwie was mit Baumwolle oder so, genau, nur mit der Handwäsche kann man die Mütze waschen. 50% Acrylic und 50% Polyester, daraus besteht diese Mütze. Gucken wir mal, ob es angeht. Ne, die LED leuchtet jetzt nicht. Ah doch, jetzt leuchtet sie. Super, jetzt könnte man quasi ein Handy damit verbinden. Vielleicht machen wir das auch gleich mal. Genau, hier unten. Music, seht ihr das? Music Beanie. Da klicke ich rauf. Und zack, ist gekoppelt für Anrufen und Medienwiedergabe. Perfekt, dann haben wir das auch erledigt. Ich setze mir die kurz mal auf und zeige euch mal, wie das aussieht, wie man die aussetzt und ob sie mir gut passt. So, dann habe ich die Mütze mal aufgesetzt. So sieht das aus. Sitzt perfekt, ist minimal eng, aber ist auch gut so, weil ich glaube, wenn sie nicht so eng wäre, dann würde man nicht so gut hören. Ich habe jetzt herausgefunden, wo quasi die Ohrhörer sind. Oder die, naja, Stöpsel sind es nicht wirklich. Es sind einfach nur aufgelegte Over-Ear-Hörer quasi sozusagen. Und zwar, boah, hält auf jeden Fall ganz schön warm. Das ist deswegen so dick, weil hier auf der Rückseite quasi die Over-Ear-Hörer sind oder der eine Hörer. Und dann ist hier nochmal was Dickeres drin, das habe ich jetzt erst entdeckt. Das ist quasi der zweite Over-Ear-Hörer. Ich setze ihn mal auf. Ich mache als Beispielmusik jetzt einfach mal einen Rap-Song von dem Techboss. Das ist ein YouTube-Kollege von mir quasi. Falls ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr auch gerne mal auf seinem Kanal vorbeigucken. Ich verlinke den hier oben irgendwie beim i. Ich habe da auch einen kleinen Mini-Gastauftritt und noch ein anderer Kollege von mir. Auch jetzt, wo ich mich so in der Kamera sehe. Ich dachte erst so, blau ist jetzt nicht die schönste Farbe für die Mütze. Eigentlich hätte ich lieber die graue Mütze gehabt, weil in grau gibt es die auch noch. Aber blau sieht eigentlich auch ganz nett aus. So, jetzt teste ich mal die Musik. Funktioniert. Oh doch, ich bin relativ überrascht. Ich mache ein bisschen lauter. Was ist das Lauteste jetzt? Ist okay. Schön. Egal, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit Musik hören, aber ist cool. Doch, der Bass ist auch ganz nett irgendwie. Aber mehr zur Klangqualität sage ich lieber im Review in ein paar Minuten. Machen wir ganz leise. Lautstärke geht völlig in Ordnung auf jeden Fall. Jetzt wäre noch die Frage, wie laut ist es jetzt in der Umgebung irgendwie? Also ich frage mich halt gerade, weil es ja keine In-Ear-Kopfhörer sind, sondern sozusagen Over-Ear, die jetzt auch nicht komplett aufliegen. Also das ist schon relativ fest alles so und sitzt gut und kann auch nicht verrutschen und so. Man könnte damit, glaube ich, sogar wahrscheinlich sogar joggen gehen. Ist alles kein Problem. Die Mütze ist jetzt nicht locker.
Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, ob die Umgebung was mithört. Ich halte mal kurz ran. Wenn die Lampe dann nicht leuchtet, Knopf lange gedrückt halten. Wenn man jetzt, ich weiß halt nicht, wie laut es ist, wenn man die Mütze auf hat, ob es so ein bisschen, stellt euch einfach mal vor, ich stehe jetzt in der U-Bahn und wir sind alle relativ dicht aneinander. Ich mache das Mikro hoch. Das seid ihr jetzt. Wir wollen hier schon mal relativ cool in der U-Bahn, wa? So, würde euch das stören? Ich mache mal wieder Pause. Boah, okay. Ist auf jeden Fall schön laut und Musikgenuss ist auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Also mir hat es gerade Spaß gemacht. Hey, nun habe ich die Mütze fast eine Woche in Gebrauch und das ist mein Urteil. Ich komme vielleicht gleich zu dem Wichtigsten. Und zwar hat die Musik, die aus diesen Kopfhörern kommt, einen leicht halligen Effekt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es halt On-Ear-Kopfhörer sind. Das heißt, die liegen einfach nur auf dem Ohr auf. Dieser Klang ist aber Geschmackssache und ich selber finde es jetzt nicht halt störend irgendwie. Der Klang ist an sich halt ausgewogen und angenehm. Die Tiefen sind auch gut hörbar auf jeden Fall. Also man hört den Bass. Davon war ich ein bisschen überrascht. Ich war allgemein von dem Klang sogar überrascht. Ich habe gar nicht so viel erwartet. Man versinkt zwar jetzt nicht komplett in die Musik-Traumwelt irgendwie wie bei In-Ear-Kopfhörern. Jedenfalls ist es bei mir immer so. Die Mütze ist übrigens, wie ihr vorhin ja schon gesehen habt, per Hand waschbar. Und zwar kann man dann oder sollte man dafür halt die Elektronik hier rausnehmen. Und dann gucken wir mal gemeinsam, wie das funktioniert. Hier ist halt so ein Löchlein hinten quasi. Und da kann man die Kabellage rausziehen. So. Gucken wir mal, ob das so einfach geht. Ich denke mal, man muss das hier aus diesem Säckchen die Sachen irgendwie befreien. Ich guck mal kurz, ob es einfach geht. Ja, genau. Man dehnt es hier ein wenig, falls ihr es sehen könnt, und schiebt dann den einen On-Ear-Hörer leicht raus. Genau, hier ist das Bedienelement und halt auch die ganze Elektronik verbaut. Das ist der rechte On-Ear-Hörer quasi. Und hier seht ihr auch, dass hier halt auch die Platine drin ist. Dann dasselbe halt auch auf der anderen Seite für die linken On-Ears. Mal weiterführen und dann kann man es durch das Löchlein auch herausziehen. Zack. Ja, das ging ja leichter als ich dachte, das war's schon. Das ist jetzt hier alles, was an Elektronik in der Mütze drin ist. Und dann habt ihr halt hier die Mütze komplett ohne Elektronik. Nichts mehr drin und könnt ihr einfach per Hand waschen, wenn ihr wollt. So, ich habe jetzt mal die Kabellage wieder alles hier komplett reingemacht. Das war auch relativ einfach. Ich dachte, das zeige ich euch jetzt nicht unbedingt. Und das Einzige, wo man so ein bisschen Angst hat, oder ich halt beim Reinfädeln, weil das Kabel, habt ihr ja gesehen, ist ja relativ dünn. Da hatte ich meine Zeit Angst, dass das von dem Kopfhörer noch abreiße oder so oder irgendwas da abgeht. Jetzt komme ich zu so ein paar allgemeinen Punkten einfach zu der Mütze. Und zwar gibt es die Mütze in verschiedenen Farben. Einmal halt in dem Blau, wie ihr gerade seht, was ich eigentlich ganz schön finde. Dann gibt es die auch in Grau, in Weiß, in Schwarz. Und mittlerweile, soweit ich weiß, sogar in Pink. Es ist nur Bluetooth 3.0 in der Mütze übrigens verbaut. Also jetzt nicht 4.0 oder 4.1, ich glaube, es gibt sogar schon 4.2. Bin mir gerade nicht sicher. Die Mütze wiegt 140 Gramm, also ist relativ leicht. Ist halt wie so eine normale, dicke Wintermütze. Und ist IP55 zertifiziert. Das heißt, staubgeschützt und strahlwassergeschützt. Also jetzt nicht so, ihr könnt jetzt nicht mit der Mütze irgendwie duschen gehen und es als Duschhaube benutzen oder irgendwie sowas, sondern wenn ihr jetzt draußen damit joggen geht, ist es zum Beispiel kein Problem, dass der Schweiß rankommt. Weil wenn es dann auf einmal draußen anfängt zu regnen, ist es jetzt auch kein Problem. So ein bisschen Regenschauer hält das Ding halt auch aus. Innen drin ist ein 120 mAh Akku verbaut. Und dieser Akku wird von 0 auf 100 laut Werbung von Archos innerhalb von 2,5 Stunden aufgeladen. Komischerweise in meinem Test war es aber nur eine Stunde. Also ist ja eigentlich besser sozusagen. Archos wirbt damit, dass die Kopfhörer 6 Stunden aushalten, 6 Stunden Musikgenuss. In meinem Fall im Test war es ein bisschen weniger. Ich habe es aber halt auch meistens immer auf 100% Lautstärke gehabt. Bei mir waren es halt 4 Stunden. Die Lautstärke und die Qualität der Musik oder wenn jemand anruft, liegt natürlich auch ein bisschen daran, je nachdem wie stramm die On-Ear-Hörer auf euren Ohren sitzen. Ja? Also ich meine, wenn ihr jetzt natürlich dann so macht und so Musik hört, dann hört ihr natürlich das noch basslastiger und noch intensiver irgendwie. So reicht es aber wie gesagt auch vollkommen aus. Aber das bedeutet halt, dir dieses Stirnband sozusagen von der ganzen Mütze sitzt ja zum Glück relativ stramm noch. Und ich denke mal, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber wenn es dann irgendwann mal ausleiert, kann ich es mir vorstellen, dass darunter halt dann auch der Musikgenuss ein wenig leidet. Hab eigentlich auch das Gefühl, dass es jetzt nicht irgendwie in 2 Jahren oder so ausleiert. Bei Amazon kostet übrigens die Mütze gerade nur 19,90 €. Finde ich ganz gut, den Preis. Irgendwie, also es ist aber, bezieht sich jetzt auf die pinke Version.
Also die Mädels unter euch, die haben halt ein bisschen mehr Glück irgendwie und müssen nicht so viel Geld ausgeben, beziehungsweise auch an sich ist die sonst nicht teuer. Ich glaube, die anderen Farben waren irgendwie was um die 23 Euro. Jedenfalls Stand heute, wenn ihr gerade aktuell wissen wollt, wie teuer die Mütze ist, dann könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung auf den Amazon-Link klicken, habe ich euch unten verlinkt, und dann seht ihr, wie teuer die gerade sind. Zu den positiven Punkten von der Archos Music Beanie Mütze sei noch gesagt, dass Telefonieren 1A geklappt hat. Auf beiden Seiten, also sei es für meinen Gesprächspartner, der mich super verstanden hat, sei es für mich, dass ich meinen Gesprächspartner super verstanden habe über die Ohrhörer. Dann ist natürlich noch das Tolle, was ihr ja selber seht, dass die Mütze ja wirklich aussieht wie eine ganz normale, ich würde sogar sagen, jetzt sogar ein bisschen hochwertigere Wintermütze irgendwie. Das Muster ist schön, das sieht ganz normal aus. Also wenn ihr so rausgeht, dann wird keiner, jedenfalls war es bei mir so, keiner wird denken von wegen, der hat ja da, der hört ja Musik mit seiner Mütze. Oder was weiß ich, was er dann irgendwie denkt. Oder die Mütze sieht aber komisch aus. Was stimmt da nicht? Das wird niemals vorkommen. Das Einzige, woran es halt ein bisschen erkennbar ist, halt, wenn jemand genau hinguckt irgendwie und dann sieht dann, dass hier so eine Bedienelemente sind, aber es könnte halt, wie gesagt, einfach auch nur das Markenlogo sein. Aber wenn man halt genau hinguckt, dann, wenn die halt an sind, blinkt ab und zu so eine blaue Leuchte hier, so eine blaue LED. Daran wäre es halt minimal erkennbar. Oder ich kam mir auch wirklich ein bisschen komisch immer vor, wenn ich telefoniert habe damit. Bin ich immer durch die Straße gelaufen, lalalala, hat jemand angerufen, bin rangegangen. Und dann habe ich halt so gequatscht, hallo, na, wie geht's, bla bla, laufst du durch die Straßen. Und kam mir halt schon ein bisschen doof vor. Bei dem Headset, was man sonst hat, die Bluetooth-Headsets oder so, da ist ja dann in dem Bedienelement das Mikrofon drin, dann hält man das halt meistens dann so ran. Damit dann, wenn man irgendwie an den Leuten vorbeiläuft, damit die sehen, okay, man telefoniert und ist nicht irgendwie verrückt geworden und spricht mit sich selber. Hier hat man das halt gar nicht, läuft man durch die Gegend und kommt sich ein bisschen komisch vor. Man kann ja auch nicht irgendwie jetzt dann hier das Mikrofon ranziehen und sagen, ja, hey, oder so, sieht auch bescheuert aus. Also muss man damit halt leben, dass es vielleicht ein bisschen bescheuert aussieht. Wenn es euch egal ist, ist es egal. Und irgendwann denkt man auch gar nicht mehr dran. Jetzt habe ich auch noch ein paar neutrale Punkte für euch, wo ihr halt auch irgendwie so selber entscheiden müsst, ob das für euch vielleicht negativ ist oder positiv oder halt einfach für euch auch neutral. Und zwar sind die Bedienelemente, die habe ich euch ja kurz schon gezeigt. Da kann man ja, wie gesagt, Track vorgehen, Track zurück, lauter, leiser. Ne? Play, also anrufen, beziehungsweise Anruf ablehnen, beziehungsweise Anruf annehmen und so weiter und so fort. Ne? Und wenn ihr aber, das Problem ist jetzt hier, das ist so ähnlich wie bei den Kanbor-Kopfhörern, die ich auch schon mal vorgestellt habe, ist halt so ein bisschen anderer Mechanismus. Wenn ihr lange auf Plus drückt, dann macht ihr den Track, was ihr gerade hört, lauter. Wenn ihr lange auf Minus drückt, dann macht ihr den Track leiser. Wenn ihr kurz auf Plus drückt, dann geht ihr ein Track vor. Wenn ihr halt kurz auf Minus drückt, dann geht ihr ein Track zurück. Das ist halt so ein bisschen anders. Normalerweise kennt man das ja eigentlich so, wenn man kurz drückt, dass dann lauter oder leiser wird und nicht, dass der Track vorgeht. Naja, und dann ist halt noch der Punkt, dass wenn ihr halt damit Musik hört, was ihr ja vorhin auch kurz gehört habt, dann könnte es halt sein, auf voller Lautstärke, dass die anderen Leute mithören. Wenn ihr halt in der U-Bahn steht, könnte es halt sein, dass der neben euch steht oder vielleicht auch ein paar Meter entfernt so das eine oder andere hört, was ihr gerade hört. Und es könnte vielleicht störend für die Menschen sein. Jedenfalls, wenn ihr keine Menschen stören wollt, dann könnt ihr halt auch ein bisschen runterregeln. So habe ich es meistens gemacht. Und dann so, keine Ahnung, gefühlt bei 60% oder so, hört die andere Person halt gar nichts mehr. Oder halt nur so minimal, so wie man halt bei In-Ear-Kopfhörern auch immer gerne mal was ein bisschen was mitkriegt. Dann habe ich noch so ein paar Negativpunkte gefunden, so für mich jedenfalls. Und zwar ist es schwierig, die Bedienelemente halt einfach so zu finden, während ihr die Mütze aufhabt. Die sind halt relativ eben mit der Fläche, also man merkt gar nicht so richtig, dass jetzt hier die Bedienelemente sind, Plus, Minus oder was auch immer. Nur so ein bisschen halt das Plus ist ein bisschen minimaler haben, aber also ich merke jetzt nicht, dass das ein Plus sein soll auf jeden Fall. Und das ist halt so ein bisschen ätzend. Nach einer Zeit gewöhnt man sich dran und weiß dann so, okay, hier musste der Knopf sein, aber eigentlich drücke ich immer noch manchmal aus Versehen dann irgendwie daneben, weil ich dann gar nicht merke, dass es die Taste ist. Naja, und dann gibt es halt noch das leidige Thema Verbindungsabbrüche. Was ich ja irgendwie bei allen, ich habe ja jetzt schon viele Bluetooth-Kopfhörer getestet und ich hatte bis jetzt noch keinen Bluetooth-Kopfhörer, wo überhaupt gar kein Verbindungsabbruch zustande kam. Also hier ist es halt leider Gottes wieder der Fall, dass wenn ich halt, es ist halt auch nicht immer, es ist halt tagesabhängig und meistens, wenn ich draußen bin oder Fahrrad fahre oder so oder mich betätige oder anstrenge, dann ist es halt der Fall, wenn ich das Smartphone in der Hosentasche habe, dass dann halt ganz gerne mal so Verbindungsabbrüche zustande kommen. Auch nicht oft, aber sie kommen halt zustande. Aber sobald man halt das Handy, wie ich jetzt in meinem Fall, in meine Winterjacke oben in die Brusttasche gepackt habe, weil die Entfernung nur so ist, dann kommt es halt zu gar keinen Verbindungsabbrüchen mehr, dann geht es halt auch so. So, dann will ich jetzt auch schon zu meinem Fazit kommen von der Archos Music Beanie Mütze. Und zwar, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, finde ich das Produkt eigentlich klasse.
Ich habe daran nicht viel auszusetzen und finde das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top. Ich meine jetzt gerade aktuell, wie gesagt, pinke Version 19,90, bei Amazon die andere Version glaube ich 23 Euro, wer weiß, ob es noch billiger wird. Und die Musik klingt ausreichend, man könnte damit im Winter halt wie gesagt auch mal joggen gehen, irgendwie Musik hören, und müsste dafür nicht die Bluetooth-Kopfhörer mitnehmen und die unter eine Mütze klemmen, sondern hätte alles so in einem. Telefonieren war ich auch wirklich begeistert, wirklich top, telefonieren gar kein Problem. Und die Idee an sich ist halt auch eine sehr schöne Idee, finde ich. Das ist halt wirklich gut zu gebrauchen in der kalten Jahreszeit, so wie es jetzt gerade aktuell wird. Vor allem jetzt würde ich es auf jeden Fall empfehlen als ein wirklich tolles Nikolaus oder vielleicht sogar als Weihnachtsgeschenk. Und daher gebe ich auch 4 Charlies für das Produkt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit bis zu dem nächsten Video. Dann wünsche ich euch wahrscheinlich wieder eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.